Nehmen wir erstmal hier die Kerzenständer. Die Kerzenständer. Ich kann euch schon mal zeigen, man kann die nämlich durchgucken. Da ist ein Tisch. Da liegt ein Goldhammer drauf. Links steht ein roter Magier und rechts steht so ein schwarzer Typ. Auch so eine Art Magier, der feuert aber nichts ab, aber der nervt und macht Alarm und lässt sich dann auch nicht mehr K.O. schlagen. Daher, das wird schwer. Es könnte sein, dass ich jetzt durchaus nochmal richtig fehle wieder. Das kann sowieso immer sein. Daher mal wieder richtig speichern. Quicksaven ist Dauer auch immer gefährlich. Um seine Börse zu retten, hat Harius sein neues Messer bei den Chemenos und nicht bei uns erstanden. Wie wagt er es? Schämt er sich nicht? Jetzt schon. Seine Klinge bracht gleich beim Abendessen. Die Chemenos sind schäbige Handwerker. Tarius wird seine Lektion gelernt haben. Was war das? Die wirken manchmal so ein bisschen irre. Aber bei solchen fanatischen religiösen Typen ist das ja auch kein Wunder. Wir probieren nochmal den Lärmpfeil, den ich extra wieder geholt habe. Das ist schwer, weil es echt zwei sind. Und weil hier alles ziemlich hell ist in der Mitte des Raums. Habt keine Furcht, ich finde euch. Beendet euer Treiben und stellt euch! Ohne Vorlehnen wird das hier nichts. Und der hat auch noch einen Schlüssel, den ich haben will. Hier ist ein Eindringling. Beeilt euch! Ich hab's ja gesagt, die Stelle ist schwierig. Aber im Ansatz war mein Versuch nicht verkehrt. Nochmal. Ich zeige euch höchstens drei Fails jetzt noch. Ich weiß noch nicht, wie eure Umfrage ausgegangen ist, die ich mit euch gemacht habe. Aber mehr muss nicht sein. Dann zeige ich euch den Versuch, wo es klappt. Das gesehen, ich habe ihn voll erwischt. Will er mich eine Zehntelsekunde vorher bemerkt haben oder was? Das ist affig, echt. Okay, letzter Fail-Versuch. Ist halt auch immer schwer, wenn man erst den Taschendiebstahl schaffen will. Meinte. Weil der zählt nachher nur in der Statistik, wenn man ihn auch geschafft hat, ohne dass der andere vorher bewusstlos war. Weil wenn man einer Leiche die Taschendiebstahl macht, quasi, ist es kein Taschendiebstahl. Derjenige muss dabei bei Bewusstsein sein. Deshalb kann ich ihn nicht erst K.O. schlagen. Ihr werdet noch ans Tageslicht gebracht. Oh nein. Der Bauer wird mich zu euch führen. Sehr gut, sehr gut. Einer weniger, das macht das Ganze hier schon viel besser. Er ist mit einer der schwersten Stellen in dem Level hier, wenn man den goldenen Hammer haben will, da oben, ohne entdeckt zu werden. Finde ich jedenfalls. Komm mal runter nochmal. Ja, ihr! Oh, auf einmal habe ich keine Lust mehr. Schon steht da wer da oben, als wäre nix. Mein Lärmpfeil wieder eingesackt. Ich werde euch finden und zermalmen. Und er hat etwas von mir gesehen. Okay, ich wollte eh seine Aufmerksamkeit nochmal haben. Bam! Gotcha! Perfekt. Beim dritten Versuch. Das geht. Das ist in Ordnung. Und alles nur für einen Goldhammer. Dankeschön. So. Damit sind aber noch nicht alle schweren Stellen geschafft.
Wir wollen noch mehr wertvolles Zeug abgreifen hier und gehen weiter nach oben. Wir klettern wirklich auf die Spitze des Gefängnisses. Ihr seht's, wir sind hier ganz oben jetzt. Und werden auch gleich noch in den freien Himmel glotzen. Machen wir erstmal das Schwere. So, wir haben ja diesen Schlüssel von den Magiern. Oder auch von der Leiche von... den einem Typen. Damit können wir diese Safes öffnen. Und ganz versteckt wieder schließen. Und hier liegt noch eine Schriftrolle. Die klärt uns darüber auf, was mit der Beweisstücktruhe geschehen ist. Wegen der man eigentlich hergekommen wäre. Bruder Kebond, ich beauftrage euch mit der Suche nach dem Mörder Namon. Es ist ihm irgendwie gelungen, seine Fesseln abzustreifen, während unser Bruder Inquisitor ihm den Rücken zukehrte. Er konnte fliehen und hat den halben Inhalt der Beweisstücktruhe mitgehen lassen. Und das ist der Typ, der unten in der Kanalisation lag quasi, wo wir die Rolle gefunden haben und den ganzen Schatz um ihn herum. Er wird zwar nicht weit kommen und bei den Härten seines Verhörs erliegen, dennoch würde ich ihn lieber jetzt finden, als ihn später anhand des Verwesungsgestanks aufzuspüren. Und wer weiß, was aus seinem sterblichen Leib wird, wenn er das Bergwerk erreicht, in dem es ja spukt. Wohin seid ihr entschwunden? Sich bloß verpissen, der Typ, ey. Weil hier in dem Gang kriegen wir ihn kaum. Und der Untergrund ist sehr laut. Lasst euch erkennen, so ihr hier seid. So, den zu kriegen ist auch nicht leicht. Ich habe eine Taktik, aber die klappt auch nicht immer. Und zwar hier runter und ihn von der anderen Seite erwischen. Aber er kann einen hier sehen, hier unten. Das ist gefährlich. Mal schauen. Wünscht mir Glück. Eine Bewegung. Dachte, ich sah. Jetzt ist alles gut. Was nur der Wind in den Fackeln. Yes! Boah, die Stelle ist nicht leicht. Seinen Schlüssel zu kriegen und ihn dann kurz zu schlagen. Aber es hat funktioniert. Puh, sehr gut. Und schlaf schön. So, jetzt ist hier auch Ruhe. Und ja, wir sind jetzt ganz oben. Das habt ihr noch in der Cutscene gesehen, hier dieses Gebäude. Und man sieht ja, wir sind hier in einem Berg drin. Und irgendwie, eigentlich müsste hier der offizielle Eingang irgendwo sein, aber es gibt keinen. Da haben die Entwickler, glaube ich, vergessen, einen offiziellen einzubauen. Weil wie sollten sonst die normalen Leute hier das Gefängnis betreten können? Whatever. Ein Problem weniger. Jetzt können wir das hier oben ordentlich ausräumen. Und zwar... nein. Hier rein. Erstmal der Safe. Wunderbar.
So, und hier gibt es noch ein Geheimnis. Bam. Noch ein geheimer Schatzweg. Beziehungsweise ist das sogar ein Ausgang, aber nicht auf dem Schwierigkeitsgrad Experte. Ich glaube auf normal oder hart. Ist diese Wand hier keine Wand, sondern da gibt es einen geheimen Ausgang. Aus dem Gefängnis raus quasi, dass man nicht den ganzen Weg zurück muss. Denn wir müssen ja auch noch Basso befreien und mit ihm hier raus. Und auf normal hart kann man quasi hier fliehen. Glaube ich. Selber gespielt. Ich spiele es ja auch direkt auf Experte jetzt. Ich habe die anderen Schwierigkeitsgrade nicht angespielt. Nicht mehr. Aber ich habe es gelesen, glaube ich. So, wir haben ziemlich viel Loot. Ziemlich viel Beute. 1563. Das ist nicht ganz das Maximum von dem Level, aber mehr finde ich nicht. Habe ich noch nie gefunden. Irgendwo vergesse ich immer was. Und ja, ich brauche keine Item jetzt. Jetzt verlassen wir die Offiziersquartiere wieder. Und kümmern uns um den guten Basso und um die Hand des Ruhmes. Fangen wir mit der Hand des Ruhmes an, von dem Bettler Izzet. Nein, hier geht's zur Küche. Andere Richtung. So, wir sind hier in Zellenblock 1. Ich glaube, hier bin ich schon mal ganz richtig. Denn hier liegt, glaube ich, der Bettler Izzet. Das ist alles die ähnliche Struktur hier. Wenn man einen Block gesehen hat, hat man auch alle Blöcke gesehen. Nur halt mit anderen Gefangenen. Hier war so, als sehe ich etwas. Nun ist hier nichts mehr. Das ist übrigens Izzet. Und da liegt unsere Hand des Ruhmes. Welche Nummer ist das? 9. Ins Büchlein. Da. Zelle 9, Izzet Schnorrer. Stockhiebe und Sauerbrei. An heiliger Strafe gestorben. Und Zelle 9 ist die hier, die zweite. Treffer. Die werde ich mir auch noch machen. Um ihn wieder zu verstecken. Da liegt sie. Unser Glücksbringer. Hand des Ruhmes. Ziel erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch Basso finden und ihn befreien und mitnehmen. Ja. Und natürlich immer noch keinen umbringen. Langes Level, hartes Level. Und beim nächsten Mal geht's weiter. In der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob in Zellenblock 1 überhaupt was war. Bin mir gerade nämlich nicht sicher. Nicht sicher. Denn Basso war, glaube ich, in Zellenblock 3. Alright. Bis gleich.